Herzlich willkommen bei Ask Andreas Schieder. Heute möchte ich ein paar Fragen beantworten, die mir über Facebook gestellt worden ist, wie zum Beispiel von Manfred Maschert, der gefragt hat, wann werden Arbeiter und Angestellte endlich rechtlich gleichgestellt? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn die Sozialdemokratie drängt schon lange auf einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff, denn die Unterschiede sind so verschwimmen, dass es nicht mehr Sinn macht, hier groß zu unterscheiden zwischen Arbeitern und Angestellten. Es gibt noch drei Bereiche, wo es Unterschiede gibt. Das ist beim Kündigungsrecht, beim Urlaubsrecht und beim Krankenstand. Und in diesen Bereichen haben wir schon vor langem einen Gesetzentwurf auch unterbreitet, wo man hier noch gleichstellen kann. Und sobald es eine politische Mehrheit gibt, sind wir auch bereit, das zu tun. Nachdem jetzt Sebastian Kurz auch schon auf diese Linie eingeschwenkt ist, hoffen wir, dass wir es ernst meinen und wir es auch bald beschließen können. Denn es ist höchste Zeit, dass es in Österreich nur mehr einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff gibt. Die zweite Frage, die ich beantworten will, ich weiß nicht, ob sie ernst gestellt ist oder Spaß gemeint ist. Fabian Wimmer hat gefragt, wie hält man es ohne Drogen oder ähnliche Substanzen so lange in der österreichischen Politik aus? Und lieber Fabian, man hält es gut aus, denn Politik ist ein anstrengender Beruf. Ja, man trifft auf viele Leute, wo man manchmal den Kopf schüttelt. Ich glaube, es ist aber in vielen anderen Berufen auch so und Alkohol und Drogen sind nie eine Lösung. Wenn man Alkohol nimmt, dann nur zum Genuss, bitteschön. Hier gibt es übrigens in Österreich einige hervorragende Angebote. Und vielleicht noch als letzte Frage für heute, nämlich Wolfgang Hebenstein hat mich gefragt, zum zweiten gratis Kindergartenjahr, nämlich ist das was oder wird das noch beschlossen? Und ich möchte sagen, wir drängen schon lange auf ein zweites gratis Kindergartenjahr, weil wir finden, der Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung. Bis jetzt ist es am Widerstand der ÖVP gescheitert und auch am Widerstand der sogenannten Familienministerin Kammersin. Aber du kannst dir eines sicher sein, in unserem Wahlprogramm ist es ein zentraler Punkt. Und dort, wo wir können, haben wir es auch schon umgesetzt, wie zum Beispiel in Wien, wo generell der Kindergarten kostenfrei ist. Angeblich muss man sich immer vorlehnen, es kommt gut.